Das Land liegt noch ruhig da. Hier und da hört man die Vögel zwitschern, aber es ist noch relativ ruhig. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, doch am Horizont sieht man schon die ersten Menschen herzukommen. Und sie haben ein Gesprächsthema. Als erstes kommen die drei lustigen Gesellen daher. Ja, der eine hübscher wie der andere. Und natürlich gleich im Gespräch hast du schon gehört. Was denn da? Na, du weißt doch, warum wir hier sind. Na ja, ich bin nur mitgegangen, weil alle gegangen sind. Ja, aber er kommt doch. Wirklich? Ja. Henry, Hannes und Hugo sind auch auf dem Weg. Mensch, du, Henry, ich weiß gar nicht so recht, ob wir uns erlauben dürfen. Was denn? Na, wir haben uns einfach aus der Werkstatt weggestohlen. Na ja, aber für diesen Grund sollte man das schon mal machen. Ah, ich weiß nicht, was der Meister sagt dazu. Na, aber wir werden doch heute einen anderen Meister sehen. Lass mal ruhig, das wird schon passen. Okay. Der schicke Arvid hat sich ganz allein auf den Weg gemacht. Naja, so richtig wollte keiner von seinen Kumpels mitgehen. Das ist halt eine andere Clique gewesen. Aber er hat sich getraut. Er hat sich getraut und wollte ihn auch sehen. Diesen, der da kommt. Oma Elfriede hat sich auch auf den Weg gemacht. Eigentlich wollte sie ja noch einen Pullover stricken, aber dazu hat die Zeit nicht gereicht, denn ihr müsst schon wissen, viele alte Leute sind schon ein bisschen neugierig. Nicht alle, aber manche schon. Und Elfriede, das ist wirklich eine ganz, für den ganz Neugierigen. Und deswegen macht sich auf den Weg, um auch ihn zu sehen. Ja, hier seht ihr zwei, die müssen sich etwas verstecken. Benno und Klaus. Denn man sagt ihnen nach, dass sie so manchen Blödsinn auf dem Kerbholz haben. Oh oh. Aber ich glaube, sie wollen auch zu dem, der da kommt, denn man sagt ihm nach, er würde jeden freundlich begegnen. Das wollen sie mit eigenen Augen sehen und deswegen sind sie hier. Tante Gerda wollte eigentlich einkaufen gehen, aber ihre beste Freundin wäre auch hier. Das kann sie natürlich nicht verpassen. Sie hat extra ihr schönes Kleid angezogen, um ihn zu sehen. Vielleicht wirft sie einen Blick auf sie. Achim ist ein bisschen komisch. Das wäre so ein richtiger Naturbursche, sagen die immer. Na, Naturbursche ist schon ein bisschen untertrieben. Der zieht nur Sachen an, die wirklich aus Natur sind, so ganz handgemacht. Aber auch er kommt zu diesem, der da kommt. Unglaublich, wer da alles hinzukommt. Oh, wer ist denn das? Wie heißen die? Ach klar, Tim und Struppi. Ja, natürlich. Die haben sich sogar auf den Weg gemacht. Die wohnen eigentlich oben in den Bergen. Dort, wo es ein bisschen rauer zugeht, ihr könnt das schon sehen, nicht wahr? Aber dass sie hierher kommen, extra herunter, um ihn zu sehen, boah, das muss schon was Besonderes sein. Ja, auch diese drei feinen Herrschaften gehören dazu, die da kommen. Sie haben es extra schick angezogen. Nun gut, sie haben es auch, ne? Sind wirklich reich. Müsst ihr euch vorstellen, die haben viel Geld. Wer viel Geld kann sich alles leisten, aber dieser Jesus, der kommt nicht einfach zu jemandem hin, der Haufen Geld hat. Man muss schon zu ihm hingehen. Das ist die Herausforderung. Das haben die drei gemacht. Schick sehen sie aus, nicht wahr? Was macht der denn hier? Ein römischer Soldat in dieser Runde? Ja, das stimmt. Cornelius macht sich schon lange Gedanken darüber, über diesen besonderen Mann, der durchs Land zieht und tolle Sachen erzählt. Heute möchte er ihm persönlich begegnen. Aber natürlich auf Abstand, denn keiner kann ihn hier leiden, diese Runde. Er ist ein Römer. Oha, schick sehen sie aus, die beiden. Das sind die Obersten. Die Obersten der Juden, sie haben es extra schick gemacht.
Sie sind etwas argwöhnisch über den, der da kommt. Er sagt da Sachen, was ihnen gar nicht gefällt. Heute können sie ihn persönlich kennenlernen. Mal sehen, was es da zu hören gibt. Vielleicht können wir ihn diesmal überführen, dass er Gott lästert. Oha, der sieht ja gar nicht gut aus. Der liegt hier am Rand. Nein, wir haben zu viel getrunken oder irgendwas anderes ist passiert. Aber wer weiß, vielleicht liegt er gerade zufällig hier und mal sehen, was mit dem noch passiert. Da kommt er endlich, auf den wir alle gewartet haben. Jesus, endlich ist er gekommen. Er steht da und schaut in die Runde und jeder ist gespannt, was er jetzt tut. Ha, das sind wir alle. Am Anfang stand Jesus einfach nur da. Er schaute uns alle ganz genau an. Jeden Einzelnen. Er schaute uns in die Augen. Und dann erzählte er. Er erzählte von Gott, seinem Vater. Naja, nicht nur seinen Vater, er sagte auch wir. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Zu Gott. Unglaublich, nicht wahr? Naja, und dann erzählte er, dass er uns lieb hat, Gott. Lieb, so wie wir sind. Und dass Gott uns reich beschenkt hat und dass jeder Mensch auf dieser Erde, ja, etwas Besonderes hat. Und eigentlich Gott mit ihm einen guten Plan hat. So erzählte Jesus eine Weile, bis dann etwas richtig Blödes geschah. Ihr kennt doch den Typen, der da am Boden lag, ne? Wo wir gedacht haben, Mensch, was ist denn mit dem los? Der fing dann plötzlich an und sagt, hey, hilf mir, Jesus, hilf mir. Und wir haben gesagt, Mensch, sei ruhig. Halt die Klappe! Du störst unseren Herrn Jesus! Aber er rief weiter und rief weiter. Einer sagt, er heißt Bartimäus und kann ihn richtig sehen, aber naja, ob das stimmte, weiß ich nicht. Und dann sagte dieser Jesus und sagte, bringt ihn her zu mir. Och, was sollten wir tun? Wir brachten nun diesen Bartimäus zu Jesus. Und Jesus fragte ihn, was soll ich für dich tun? Und Bartimäus sagt, ich will wieder sehen können. Und Jesus sagte, sei sehend. Und ob es glaubt oder nicht, Bartimäus konnte wieder sehen, mit einem Mal. Boah, das war unglaublich. Könnt ihr euch das vorstellen? Na, wahrscheinlich nicht, denn ihr wart nicht dabei, aber wir waren dabei. Wir alle hier. Nee, und dann sagte Jesus etwas Merkwürdiges. Er sagte, er muss jetzt nach Jerusalem gehen. Denn es ist bald Passafest und wir wollten sowieso da irgendwann hin und deswegen folgten wir ihm. Wir folgten ihm alle hinterher, um zu sehen, was Jesus noch vorhatte, was er noch Großes machen würde. Ja, darauf waren wir gespannt. Und so zogen wir los, alle Jesus hinterher. Das war eine Runde, die hättet ihr sehen sollen. Aber irgendwie wirkte Jesus ein bisschen traurig, warum auch immer. Warum Jesus traurig ist, das werden wir bald sehen. Denn es geht auf Jerusalem zu. Und für Jerusalem brauchen wir natürlich ein paar Häuser. Es war eine Riesenstadt gewesen. Und ich würde euch bitten, dass ihr mir wieder helft. Wie ihr mir helfen könnt, das werde ich euch im Brief schreiben. Also seid dabei, wieder von Donnerstag bis Sonntagabend könnt ihr an den verabredeten Ort eure Dinge mit einbringen. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!